bisschen mehr Spaß und Flexibilität und Schwung. So mal so locker durch die Hose atmen. Stromberg geht mit gutem Beispiel voran und startet das große Bürostuhlrennen. Jeder versucht mit seinem Stuhl auf der flotten Fahrt durch das Büro als erster das Ziel zu erreichen. Klar, dass die Kollegen das verhindern wollen. Wenn du dir die Butter vom Brot nehmen lässt, hast du irgendwann nicht mal mehr das Brot. Telefonieren oder Kaffee trinken kosten wertvolle Zeit. Telefon für dich. Allerdings darf neben dem Rennen die Arbeit natürlich nicht völlig liegen bleiben. Denn hin und wieder kontrolliert Herr Becker, ob auch alle fleißig Akten wälzen. Ja, nur Büro ist eben nicht wie Religion. Wo du erst tot sein musst, damit du weißt, ob es den Chef überhaupt gibt. Dumm gelaufen, wenn man da der Faulste war. Denn dann geht's zurück. Wer sich am geschicktesten vor der Arbeit drückt, kommt als Erster ans Ziel. Stromberg, das große Bürostuhlrennen. Für 3 bis 5 Aktenschieber und Bürohasen. Ab 14 Jahren. Wenn du mitten im Rennen merkst, dass du das falsche Pferd gesetzt, ja, oder du merkst, dein Pferd ist ein Esel, dann nutzt es ja alles nichts. Dann musst du weitermachen. Nach dem Prinzip funktionieren ja auch die meisten Ehen.